Shoot back. Oh mein Gott, Digga, die hat ja kein Recoil. Knock, knock. Digga, geil. Digga, das ist so geil. Ich habe das Gefühl, dass ich da reinpushen will. Oh ja, oh ja. Ja, also ich habe gerade drei Leute todesgebullshittet. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone mit einem Video zur M16 und ich habe ja schon eins gemacht. Direkt nachdem das Black Ops Cold War Waffen sind jetzt in Warzone spielbar, Update kam. Zu dem Zeitpunkt wusste man aber überhaupt nicht, dass die ganzen Aufsätze von Black Ops Cold War in Warzone ganz anders funktionieren. Deshalb habe ich die auch komplett falsch damals gespielt. Das heißt, das Video könnt ihr entweder komplett vergessen, beziehungsweise die Klasse, die ich da gezeigt habe. Und wir reden heute nochmal ein bisschen expliziter über die Waffe, von der am Anfang jeder dachte, das wird halt safe die Meta in Warzone. Jetzt hat vor ein paar Tagen True Game Data, der von dem ich auch die ganzen Time-to-Kill-Werte und sowas habe, ein Video hochgeladen mit die M16 ist die neue Meta. Aus seiner Sicht ist das so. Ich will euch heute Pro und Contra dafür geben, ob ich dazu stimme oder nicht, dazu kommen wir gleich. Ich kann euch schon mal sagen, es ist auf jeden Fall keine einfach zuspielende Waffe. Eine Kilo, eine Brühen und sonst was alles schon bisher Meta war, war sehr, sehr einfach zu spielen. Die M16 ist nicht einfach zu spielen, kann ich euch schon mal sagen. Wenn ihr die Klasse einfach 1:1 so nachbaut und nicht auf das hört, was ich jetzt alles im Video erzähle, wird es wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig, deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, freue ich mich immer sehr und einen Kommentar für den Algorithmus, hilft mir auf jeden Fall auch sehr. Und wenn ihr noch neu sein solltet, ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute die Videos schauen, aber noch gar nicht abonniert haben, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr zu Warzone verpasst. Und um mich natürlich auch auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten zu unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Wir sind bei fast 91.000, sehr, sehr wild. Und ja, viel Spaß mit den Gameplay-Szenen, die jetzt kommen. Wir haben ein bisschen Buyback Squads gespielt, den Modus, den es jetzt seit ein paar Tagen gibt. Sehr, sehr geil, sehr, sehr actionreich. Und viel Spaß mit den Gameplay-Szenen, bleibt dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Klassen-Editor, wenn wir die ganzen Stats uns angucken, die beste Klasse und so weiter und so fort. Let's go, bis gleich. What? Ach, den triffst du hier nicht, oder was? Ja, noch. Oh, Digga, ich hab ihn so gepumpt. Nein, was ist das denn da? Nein, das ist dumm. Nein, das ist ja dumm, was da gerade passiert. Noch einer. Also links, links im Wald, links im Wald, Laser, pass auf. Ja. Sniper, Sniper. Hat gute Hits. Shield break. Wipe. Der sniped auf mich. Hab ihn nicht knocked, ups. Hier, Christian, hab den, hab den, hab den, hab den. Ist er immer noch beim Shop oder pusht er dich? Weiß nicht. Ich höre ihn nicht. Hab ihn? Wenn nicht. Ja. Der ist hier hinter der Mauer direkt. Ja, den hinter der Mauer habe ich. Ich bin eigentlich finished. Ja, passt. Müsste man noch hier drin sein eigentlich. Safe sind ja drin. Could be, could be. Ja, dann die müssen raus. Vor mir an der Mauer! Nice. Oh mein Gott. Bless, 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 bless. Nein. Das hätte ich nicht überleben dürfen. Hier landet einer vor mir auf der Street. Digga, bei mir ist so viel Action.
Direkt vor uns noch irgendwo. Ja, hier? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das Sweater. Das ist ein mega Sweater. Knockt einer. Ja, man muss echt auf die Range stark Bullet Recoil controllen auch, ne? Hier klaust einer noch. Knock. Nicht nur einer. Ja, ich weiß. Hier vorne muss da einer sein. Ja, ich hab den gleich. Welches Haus sind die drin? In dem hier, ja, ne? Wir müssen vor mir move, Gott sei Dank. Hab beide. Direkt vor uns. Ah, ja. Der Burst ist schwierig zu kontrollieren, ey. Okay, Achtung, 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 Achtung. Oh, imagine. Ah, da war er wirklich. Das wäre nice gewesen, wenn ich den Kill so geholt hätte. Nein, nein. Habt ihr knockt, habt ihr knockt. Ich sind hier drin eigentlich, oder ist es... Direkt hier auf die Stand. Zwei knock. Ja, 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 drin. Green. Ah, das war's, Schwung hinter dir. Knock. Nein, das ist so dumm. Ey, du Sensor ab, bitte, 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 bitte! Ja, oh, stuck! Jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's und jetzt höre ich's auch. Da hat's, bei dem hat's auch geklingelt. Ich sag's euch, wie es ist. Bei dem hat's aber dick geklingelt, wirklich. Da hat's gemacht brrt, brrt und weg war die Sau. Auf der Straße ganz hinten. Knock. Hier oben. Shootback, Shootback hinter diesem Rock. Knock. Shootback. Nice. Ich mach Position hin. Ich hab alle Shieldbreak da hinten. Den anderen krieg ich. Knock beide. Jetzt. Hopp, 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 hopp. GG's! Geile Runde! Vor mir ist ein Team, vor mir ist ein Team. Ja, das erklärt einiges. Der hat Zerschweife um. Ganz oben, Turm? Nein, nein, den haben wir, der ist runtergesprungen. Okay. Flott läuft. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da hätte ich auch aufgegeben an deiner Stelle. Habt ihr die Fahnen? Noch einer knockt. Noch einer knockt. Digga, die Armen werden so abgeschossen. Die Armen werden so abgeschossen. Überfallen, überfallen. Nein, 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 oh mein Gott, nein. Überfallen. Nein. Überfallen. 3, 2, 1. Knock, knock. Bei den Zelten hier. Ja, knock. Er ist genau out of angle. Er ist genau out of angle bei mir. Noch einen Knock vor die D-Rock. Hab den hier von dem Team. Den einen kann ich bekommen, oder? Hier müsste auch noch irgendwo, glaube ich, einer sein. Die hatten alle kein Self. Hier lag Mark, gleich Mark. Das war aber, das war nicht. Ja. Was ist das denn? Gut schon. Den hab ich absolut, wirklich absolut eine Kugel. Knock. Finish. Vor dir, rechts, rechts, rechts. Ich hab ihn nicht gesehen. Direkt bei dir, Film, müsste da sein, ja. Big, was? Ich hab mich. Alles gut. Hast du noch einen? Hast du noch einen? Ja, Big Rock. Nice, nice, nice. Alter. Schön. Ja, wie viele Kills haben wir gemacht? Viel. So, Freunde, da sind wir wieder mit der wunderschönen goldenen M16.
Wild, oder? Wir legen direkt los mit den Base-Stats von der M16. Ihr habt eine Feuerrate mit dem richtigen Lauf von 470 Rounds per Minute. Ihr macht auf den Kopf 72 Schaden pro Kugel und auf den Rest des Körpers, egal wo ihr sonst hinschießt, außerhalb des Kopfes, 40 Schaden. Und das Geile an der M16 und an der AUG natürlich auch ist, sie hat keinen Damage-Drop-Off. Das heißt, dieser Schaden ist nicht nur von 0 bis 20, 30 Meter oder so, genau so, sondern der ist für immer so, egal auf welche Range. Und ja, sehr, sehr krass. Es gibt zwei Vorteile von der M16 gegenüber der AUG, wieso ich auch behaupten würde, die M16 ist auf jeden Fall die bessere Waffe. Erstens, die M16 ist deutlich präziser, also der Burst von der M16 ist deutlich präziser, dazu kommen wir gleich nochmal. Und zweitens, Bullet Velocity. Ich habe ja schon zur AUG ein Video gemacht und da habe ich die Bullet Velocity, die Kugelgeschwindigkeit von der AUG bemängelt, die echt ultra scheiße ist. Auch mit Aufsätzen, die das krass verbessern, ist sie immer noch nicht gut. Hier gibt es einen Aufsatz, wo ihr die Bullet Velocity dann auch noch in Kombination mit dem Agency Monolith Schalldämpfer auf über 1100 Meter pro Sekunde hochknallen könnt und das ist eigentlich ein Level von der Sniper. Viel, viel krasser auch als zum Beispiel die Bullet Velocity von der Pellington oder der M82, also der Barrett. Sehr, sehr krass, auch fast schon übertrieben eigentlich die Bullet Velocity. Wenn ihr nicht den Kopf trefft, dann tötet ihr innerhalb von 7 Kugeln einen Gegner mit vollen Platten. Das ist keine krasse Time to Kill, da seid ihr irgendwo bei 700 Millisekunden oder so, aber sobald ihr einen Headshot trefft, braucht ihr nur noch 6 Kugeln, das heißt, ihr braucht nicht mehr diesen dritten Burst noch mit dazu und das bedeutet, ihr könnt mit 2 Bursts töten. Und wenn ihr die spielen wollt, dann bitte versucht auch einen Headshot in eure 2 Bursts noch mit reinzupacken, denn dann kann die ab und zu echt ultra krass shitten. Das ist auch so eine Sache. Die M16 kann sehr, sehr krass sein, einen Gegner sehr schnell töten, wenn ihr Headshots trefft, aber wenn ihr auf Range irgendwie mal schlechtes Aim habt oder generell nicht so gut seid und auch den Kopf nicht trefft, dann kommt es euch auch manchmal vor, als würde der Gegner einfach nicht umfallen. Deshalb, die M16 kann sehr, sehr krank sein in sehr guten Händen, in sehr schlechten Händen oder Spieler, die sagen würden so, hey, ich bin einfach nicht der Beste so, wird sie nicht so gut performen, weil sie nicht so einfach zu spielen ist. Sie ist eine Burst-Waffe, da braucht man generell ein bisschen mehr Aim und man muss halt irgendwie versuchen, den Kopf noch zu treffen. Wir kommen ganz kurz zu dem Thema Rückstoß. Dazu springen wir ganz kurz mal in ein Match. Ich bin an meiner berühmt-berüchtigen Teststelle, sage ich einfach mal. Ihr seht, der Burst ist ziemlich präzise. Der geht eigentlich nur vertikal nach oben. Der hat keinen Side-to-Side-Bounce quasi so, ne? Sondern der ist wirklich, wenn ihr euch das mal anguckt, immer nur vertikal. Der geht nicht nach rechts und links, sondern der ist wirklich sehr präzise. Das heißt, wenn ihr ein guter Spieler seid, dann könntet ihr sogar den Burst versuchen entgegenzuwirken mit einem richtigen Timing nach unten drücken. Dann sieht es so aus, als hättet ihr überhaupt keinen Rückstoß. Ich mache jetzt mal ohne dagegen halten, ein bisschen nebeneinander und dann halte ich mal dagegen. Und dann seht ihr, dass ich quasi auf der Stelle schieße. Ne? Ihr seht den Unterschied. Das wird auf Range natürlich auch immer schwieriger. Ne? Das ist jetzt so von 10 Metern gewesen. Und da braucht ihr auf jeden Fall Skill für. Und ich muss sagen, ich kriege das in einem Gunfight, wo ich dann auch noch, wo der Gegner sich bewegt und sowas, wo er eventuell Jumpshottet und sowas, kriege ich das nicht so gut hin. Da muss man sich safe eine Weile mit einspielen. Aber wenn man das mal raus hat, dann dürfte die M16 eine sehr, sehr krasse Waffe sein. Meta? Schwierig. Meta ist für mich immer so eine Klasse. Ich bin übelst überbelichtet hier. Warte mal. Ah, guck mal. Meta ist für mich immer eine Waffe, die man auch einfach spielen kann und die M16 ist auf jeden Fall nicht einfach zu spielen, weil wenn ihr einfach nur drauf losfeuert, dann werdet ihr ganz oft das Problem haben, dass ihr den Burst nicht voll trefft, weil die einfach halt Rückstoß nach oben hat, ne? Ich denke, das mit dem Rückstoß ist auf dem PC mit einer Maus nochmal ein bisschen einfacher zu kontrollieren als mit dem Controller, aber so oder so auf jeden Fall nicht einfach. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Digga, wie kann man denn so einen Outgang kassieren? Ja, so viel zum Thema Rückstoß an der Stelle. Jetzt zeige ich euch natürlich noch meine Klasse. Wir nehmen natürlich den Agency Schalldämpfer mit. Der gibt euch nochmal mehr Bullet Velocity und mehr Range. Wie viel mehr Bullet Velocity wissen wir nicht. Ich gehe mal von auch 10% oder sowas aus. Das heißt, eure Bullet Velocity ist dann nochmal höher, so circa bei 1200, 1300, sowas nur in Dreh. Beim Lauf nehmen wir den 16,3 Zoll Titanlauf mit. Der soll euch eigentlich nur Schussrate geben, gibt euch aber auch. Beim Lauf nehmen wir den 16,3 Zoll Titanlauf mit. Der soll euch eigentlich nur die Schussrate verbessern und als Nachteil mit sich bringen, effektive Schaden. Reichweite wird verringert, da es aber keinen Damage-Drop-Off gibt, kann auch der Damage-Drop-Off nicht verschlechtert werden. Der gibt euch aber zusätzlich on top, was wieder mal nicht dabei steht, 93% mehr Bullet-Velocity, was
ultra, ultra krank ist. Und die braucht ihr auch bei der M16, denn das macht die auch erst so richtig krass. Dann packen wir uns noch den Feldagenten-Vordergriff drauf. Nicht den verbuggten Schleifschalengriff, denn der ist nur bei Sturmgewehren verbuggt oder vielleicht auch bei LMGs oder so, aber nicht bei den DMRs. Feldagenten-Vordergriff, damit wir eben überhaupt nicht diesen horizontalen Bounce haben, wie ich euch gerade bei dem Rückstoßmuster gezeigt habe, sondern damit wir eben nur vertikalen haben und den auch nochmal ein bisschen eindämmen können. Bei der Munition würde ich eigentlich sagen, nehmt ein kleines Magazin mit. Ihr wisst das ja wegen der ADS-Time. Viele von den Magazinen nehmen euch auch ADS-Time weg und das ist schlecht. Das solltet ihr nicht machen. Also zum Beispiel das Stanag 60-Schuss-Magazin gibt euch 100 Millisekunden mehr ADS-Time, was grausam ist. Das letzte Magazin ist aber auch komplett verbuggt. Es gibt euch überhaupt keinen Nachteil an der ADS. Deshalb könnt ihr ultra schnell ins Visier gehen und trotzdem 60 Schuss haben und schnell nachladen, was komplett OP ist eigentlich. Und das ist nicht bei jeder Waffe so. Nicht verwechseln, nicht jetzt überall das 60-Schuss-Schnellladermagazin mitnehmen, aber bei der M16 auf jeden Fall, weil da ist es verbuggt. Und weil man Burstwaffen ja irgendwie schlecht ohne Visier spielen kann, nehmen wir noch eins mit. Ich bin der Meinung, das Actual Arms ist dafür optimal. Mit dem Vision Tag kam ich irgendwie nicht so zurecht, ich weiß nicht wieso. Das Actual Arms mal 3 ist super und das Standardfahrenkreuz davon ist auch ziemlich nice. Und ja, das ist meine M16-Klasse, sehr, sehr geil. Wenn ihr die gelevelt habt, probiert sie unbedingt mal aus. Wenn ihr Bock auf eine starke Burstwaffe habt und ihr denkt, ihr habt den Skill dazu, die zu kontrollieren und mit der abzugehen, dann levelt die natürlich auch sehr gerne. Ist die M16 aber die neue Meta? Schwierig zu sagen, ich würde sagen, nein. Ich denke auch nicht, dass wir die M16 so krass häufig jetzt noch sehen, aber vielleicht häufiger als zuvor. Probiert sie gerne mal aus, sie ist aber auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Mir hat sie Spaß gemacht, aber ich weiß, dass ich sie nicht immer spielen werde. Es gibt nämlich andere Waffen, die für mich einfach ein bisschen einfacher zu spielen sind und mit denen ich einfach besser klarkomme. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.